Hallo und herzlich willkommen zum wöchentlichen DT0LQTC. Ich baue gerade wieder viel an meinem QU100-Sender rum, mache mich mit SDR-Konsole vertraut, richte die Antenne richtig aus und manchmal klappt es, also oft klappt es, aber manchmal bekomme ich mein Signal einfach nicht zurück. Und dann gibt es diverse Möglichkeiten. Stimmt was nicht mit meinem doch etwas komplizierten Setup oder stimmt irgendwas nicht mit dem Frequenzversatz? Das heißt, bin ich vielleicht auf einer ganz anderen Frequenz? Sprich, ich möchte wissen, sende ich oder sende ich nicht, auch wenn ich zu hören bin. Ich habe lange nach einer Möglichkeit gesucht, was mache ich denn da eigentlich, um es festzustellen, fand dann im Netz die Seite, die auch unten in der Beschreibung verlinkt ist. Da wird nämlich gebaut ein 2,4 GHz Detektor. Der ist sehr einfach aufgebaut. Wir haben zwei Antennen, also beziehungsweise eine Antenne und einen Reflektor hinten. Das größere ist der Reflektor. Eine Diode zum Gleichrichten und noch einen Drehkondensator für den Schwingkreis. Ja, und das war's schon. Naja, gut, noch ein Kondensator zum Sieben der gleichgerichteten Spannung dann. Und damit gehe ich auf ein Ampermeter, Mikroampermeter und das reicht dann tatsächlich, um das Signal aus der Antenne anzuzeigen. Es reicht sogar ganz schwach ein bisschen wirklich aus dem WLAN raus. Wenn ich an der Antenne stehe, dann seht ihr das wie auf diesem Foto hier, dann gibt es einen Ausschlag und ich kann hier tatsächlich auch mit dem TRD-74 einen kleinen Ausschlag machen. Die Frequenz stimmt nicht, aber 5 Watt auf diese Entfernung, das gibt natürlich dann auch, ich lasse das mal hier runterhängen, das gibt dann natürlich auch einen ganz ordentlichen Ausschlag hier. Man sieht es, wie sich es bewegt, wenn ich mich bewege. Ups. Und das hat mir sehr geholfen. Was die Diode betrifft, das ist ein etwas kritisches Element. Nehmt keine Gleichrichterdiode. Da würde natürlich nichts rauskommen bei 2,4 GHz. Ansonsten ist das nicht so kritisch. Also wenn ihr eine Hochfrequenzdiode habt, die einige Gigahertz ab kann, dann wird es schon funktionieren. Wenn ihr es brauchen könnt, wünsche ich euch viel Spaß. Wenn ihr auch ohne dieses Hilfsmittel QSOs machen könnt, wünsche ich euch noch viel mehr Spaß dabei. 73 und bye bye.